Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen, Part 2. Wir waren in der Wir waren in der Flipendo-Aufgabe. Wir sind in der Flipendo-Aufgabe. Mit unseren fliegenden Vasenteilen, die da hinten auch noch rumschwirren. Und schauen wir mal weiter, wie es läuft. Ich meine, ganz genau kann ich mich an die Prüfung selber nicht mehr erinnern, aber wird schon zu schaffen sein. Kinderspiel und so. Hä? Warum trifft er das nicht? Oh, hä? Ich kann dich anvisieren. Oh man. Come on. Come on. Ramon. Ja. Oh, großer Block. Wie geht's euch alle? Habt ihr alle schöne Tage verbracht seit keine Ahnung wann? Ich hoffe es. Schöne Tage sind wichtig. So, ich hoffe, dass ich bald aus dieser... Kletter doch immer in der Luft. Aus dieser Flipendo-Prüfung rauskomme. Ein bisschen Hogwarts erkunden und so. Abgesehen davon ist es doch irgendwie auch ein bisschen monoton. Weil es doch alles irgendwie gleich aussieht. Ah! Ich bin's vergessen, erstört wieder wie ein Meister. So, 4 Sterne haben wir schon. Viele können da nicht mehr... Aua, drin sein. Ah, da geht's weiter. Hä? Wie springt er? Wo ich... Harry Potter macht Wingardium Leviosa bei sich selber. What the heck? Egal. Das ist nicht hinterfragen. Aber das Spiel ist im Jahr 2001. Da war ich 3 zu dem Zeitpunkt. Also, so gut ist es dann halt. 5 Sterne. Geht's da unten weiter? Kann ich da runterspringen? Ich will es gar nicht probieren, ansonsten muss ich alles wieder von vorne machen. Das halte ich mental nicht aus. Oh, der Tartaros ohne Gitter. Junge, jetzt geht's ab. Ich bin ziemlich sicher, dass Harry Potter das nicht überlebt, wenn ich da runterfalle. Lassen wir den kleinen Jungen doch erst ein bisschen später sterben. Game Face! Ihr merkt, wenn ich beginne mich tatsächlich zu konzentrieren, dann halte ich mal die... Oh, lachen! Das sind die gequälten Seelen in der Hölle. Ha! Alter, was ist das? Wenn Sie denken, Harry Potter ist 11 und macht Freerunning dann Hogwarts irgendwie. Die steckt eine 11-Jährige in welche Folterprüfungen. Ist aber nicht so, als ob... Keine Ahnung. In echten Leben ist nicht so... Oh Gott. Im echten Leben ist ja nicht so, dass ihr sagt irgendwie, nö, der kann neu starten oder so. Es gibt keinen neuen Status-Zauber. Der ist tot, wenn er da runterfällt. Der ist tot. Wir müssen bedenken, bei mir ist das so ein richtig klein... Ich überleg's mir noch, ob ich Horrorspiele auf dem Kanal spiele. Er ist 11. Er ist 11 und kann gar nichts. Er kann kein Levi Corpus, er kann kein Wingardium Leviosa, er kann gar nichts. Er ist tot, wenn er da runterfällt. Außer es rettet ihn Quirrell und ich glaube, der ist nicht so gut auf ihn zu sprechen. I don't know. So, erstmal mit hakeliger Steuerung ein paar Crazy Beans einsammeln. Erst Maus! Österreicher. Ah, Mikro gehauen. Nein! Was? Ich muss das jetzt alles neu machen? Ah, Checkpoints gab es anscheinend damals noch nicht. So ein schöner Schissel. Was zur Hölle macht er? Na gut. Irgendwas wollte ich sagen, ich hab's vergessen. Kümmert keinen. Harry Potter Musik ist toll. Ah! Durch Zaunus scha. Kannst du bitte mal machen? Da wieder jemand deine Unterwäsche zeigt. Warte mal. Kann ich Harry Potter von vorne sehen? Nein. Ich wüsste gar nicht jetzt vom Kopf aus, was haben die denn unter dem Umhang an? Ganz normale Straßenkleidung oder haben die für den Zauberer Umhang Unterwäsche oder sowas?
Ich weiß es gar nicht, weil normalerweise in den Büchern schreiben sie immer, nee, zieht sich die Leute das Zauberwelt zu komisch an, wie beim über der Quidditch-Weltmeisterschaft oder halt, wenn sie so Molly und Arthur Weasley beschreiben, aber ich habe gar nicht im Kopf, was sie so unter Umhängen tragen. Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Nicht? Fragen über Fragen. So, Speedrun. Nase. This the season to be schnupfen. Da 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 da. Jetzt beginne auf diesem Kanal Weihnachtslieder zu singen, dann schließe ich ihn gleich wieder. Come on! Come on! Kann ich eigentlich auch Sterne verpassen? Ich weiß, in späteren Teilen, war das im dritten oder so, kannst du jetzt diese Schilde sammeln und dann kriegst du halt weniger Punkte oder weniger Zeit oder sowas. Kannst du im ersten echt auch irgendwie Sachen verpassen? Keine Ahnung. Dun dun dun. Run dun dun. Ah, come on, Harry. Blöde Kringel ist vor deiner Hackfresse. Schnauze gequälten Seelen, sonst quäle ich euch noch ein bisschen mehr. Crucio. Hat schon mal nicht funktioniert. Flippender Pendo. Alter. Stern. Hakelig. Oh, Bohnen. Oh, wie Beanboozled. Hatten wir die Kommentare nicht schon? Hatten wir. Denn ich habe das alles schon mal gemacht. Hallo Hackfre. Warum kommt eigentlich immer die Alte? Oder der Alte? Wenn du für Pendo wirkst. Ah, Kratzen ist schön. Kratzen ist schön. Warum kommt immer der? Welche Bewandtnis hat er? Ist er der Flipendo-Zaubererfinder? Okay. Don't fuck it up! Ey! Ey, neuer Raum! Raum der Wünsche! Ah, mein Auge juckt so. Hä? Das sind nicht Allergiesaison. Noch dürft ihr nicht sterben. Oh, Buch. Oh, muss ich nicht mehr machen. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, die Gnome. Das ist ein Gnom, Harry. Gnome, der listigen liebend gern, junge Gnom-Kinderschänder. Wirf ihn auf den Rücken, um die Aufgabe erfolgreich anzuschließen. Gnome bewegen sich sehr. Ach, kratzen. Können wirklich lästig sein. Ja. Alter, Avada. Alter, die Geräusche, die machen. Ah! Ah! Ordnung. Oh, ich weiß, im zweiten Teil kann man die nehmen und in so ein Loch schmeißen. So im zweiten Teil. Ich will die in ein Loch schmeißen. Ich will auch die Vögel wieder fliegen sehen. Schön. Oh, hier etwas den Sternvögel. Stöhnen. Der einzige, der stöhnen darf, ist Harry Stöhnemeister Potter. Stern. 8 Sterne habe ich. Sind das alle? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Glückwunsch, Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Ja. Du hast alle Sterne. Alle Sterne. 20 Punkte. Ich habe wettgemacht, dass ich nur 2 Zauber geschafft habe. Kurz umsetzen. Nun mach dich aber auf den Weg zum Flugunterricht. Flugunterricht? Das klingt im Gemeinschaftsraum wunderbar hakelig. Unterhielten sich Harry, so. Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Ich glaube, die einzigen Menschen in diesem Aufenthaltsraum. Gringotts! Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich Premium-Sprecher zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch mussten. Madame Hooch. Hooch. Let's go, Madame Hooch. Ich bin deine Einzelstunden, Lehrerin, Harry. Madame Hooch. In deiner ersten Stunde wirst du lernen. Ah, danke für die Erklärung, Madame Wutsch. Zum Bremsen. Luke. Ah, die Flugesch. Flugesch, klaro, Flugesch. Fertig, Harry. Wenn ich pfeife, geht's los.
Klar, alles verstanden. Ah, oh, ist mit Maus oder mit... Ah, es ist mit Tastatur. Drücke A zum Beschleunigen. A ist bei mir bei runter. Ich weiß, Spoiler-Alarm, ich weiß, dass hier bei dem Flugunterricht eine Karte versteckt ist. Die hole ich mir dann auch. Also nicht invertiert. Mit klein, klein, klein. Nicht mit groß, 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 sondern mit klein, klein, klein. Jetzt wird von der Nase weg, ich bin da nicht mit Popel hier rum. Oh Gott, die Musik. Ich meine, ich weiß, dieses Spiel aufgrund seiner Alterserscheinungen, gerade auch wenn man es irgendwie versucht, ein bisschen zu patchen, dass es läuft, Probleme hat. Mit Musik und so. Ich weiß auch, dass es teilweise beim Fliegen ist, auch bei Quidditch. Ich bin echt gespannt, wie es dann läuft bei Quidditch. Aha, mit der Tastatur ist das so angenehm. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. So, ich glaube, hinter dem Wappen ist das, die Karte. Ich werde jetzt abbiegen. Und schauen, ob da die Karte wirklich drin ist. Yo! Er tut alles für die Karten. Er ist ein richtiger Trade-Card-Gamer. Alter, Karte. Yeah, hab ich die jetzt? Egal. Die Bohnen sind wurscht. Bohnen sind Schnuppe. Egal. Wie viele brauche ich? Ich brauche 82 Ringe? Oder ist sie dir nur vorgeschlagen? Ah, ich verlängere meine Zeit, indem ich die Ringe einsammle. Bildschirm schauen wäre es auch manchmal. Oh nein. Ja, sagt der Bildschirm schauen und schaut nicht am Bildschirm. Immap, map, map. Map, map, map. Bibidi, boop, map, map. Komm. Du hättest schneller sein können, aber immerhin hast du es geschafft. 5 Punkte für Griffin. Ich will das nicht nochmal. Für Griffin, also, Griffin. Möchte ich dir gratulieren, weil du der erste Schüler seit 1867 bist, der den Geheimraum gefunden hat. Du kannst ab jetzt üben, wann immer du willst. Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Mein Kindheitsgehirn hat mich nicht getrübt. Da war echt eine Katrin. Was ist mit ihrem Besen los? Was ist mit Harry los? Harry steht einfach auf. Das schaut so böse konstruiert aus. Ja, ihr muss jetzt Einzelstunde machen. Mir egal. Oh, kann ich jetzt rumlaufen? Ah, Alojo Mora. Si, senor. Alojo Mora. Jetzt kann ich erstmal Straßenräuber spielen und Ritterrüstungen überfallen. Jetzt gibt er Münzen. Schön. Give me Münzen. Nicht Münzen. Ich sammle hier Bohnen, nicht Münzen. Du der Harlem Shake. Nö. Oh. Nee. There you go. Gib mir deine Goodies. Spuck aus die Schäse. Alle Geheimnisse gehören Harry. Harry ist nämlich rechtmäßiger Erbe von Hogwarts oder so. Also glaubt er zumindest, der eitle Arsch. Wunderbar. Ich fange wieder bei diesem Buch an. Kann mit denen reden? Kennst du Hagrid schon? Er ist so groß, dass ich fast seinen Kopf nicht mehr sehen kann. Klar, Hagrid und ich sind beste Freunde. Mein Fetisch. Du bist ein bisschen zu früh dran, Harry. Aber ich kann. Er sieht wieder einfach das Mädel ab. Nein, Harry ist hier. Er hat meine ganze Aufmerksamkeit. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, ja, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Kann ich damit dein Herz für mich öffnen? Das ist das Symbol für den Argon. Nicht schon wieder zeichnen. Das war bei Flipendo schon ganz traumatisch. Lass die Maustaste einfach wieder los, wenn du fertig bist. Ja, das war mir schon klar. Vielen Dank. Bring mir eh nix. Sie verteilt ja trotzdem Hauspunkte. Die tut auf 84% sind jetzt mal nicht so schlecht, da war ich schon mal schlimmer dran. Danke! Deiner erkennt mein Talent. Ist ja geil, dass sie einfach Punkte verteilt. Sind schön.
Ich hab's jetzt einmal gemacht, aber gut. Mal ein bisschen. Oh Gott! Nur meine Maus richten bei so einem gewissen Grad. Jetzt bin ich vermalt. Bitte 65. Oh, knapp. Knapp, aber doch. Das war gut, aber ich weiß, dass du es noch besser kannst. Das war gut. Das war richtig gut, Harry. Das sieht mich jetzt gerade nicht. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir mindestens 10.000... Nein, mehr. Mehr, frag ihn. Gehen fragen. Den alten Gnomenkaiser. Oh Gott, ich habe meine Maus falsch genommen. Also beim ersten Mal 80%. Das toppe ich jetzt. 40, 50, 60, 70, 80, 88! There you go. Alohomora, mein Lieber. Danke. Ich bin mir sicher, er hätte. Sehr gut, danke, Hermine. Bewege mal deinen Mund, wenn du redest. Machst nämlich Angst. Oh, ich hab mich vermalt. Oh, das werden keine 9,95. Eieiei, das werden. Vielleicht 25. Das war doch so knapp. Ich habe gedacht, ich wäre viel mehr auf. Ah, okay. Ist so, wie es ist. Ja, beinahe. Bla bla. 3 von 4. 30 Punkte. Ist okay. Ist schon peinlich mit 23. Ich schaffe diese 3 Jahre Zwiebel-Nachzieh-Dinger nicht. Na gut. Alohomora. Schwierig. Hermine wollte gleich durch die Tür gehen. Du hast es geschafft. In diesem Raum gibt es 2 Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Ja. Sollten wir die Ärmel einheitlich hochziehen oder nicht hochziehen? Kann ich wieder raus? Ne, Hermine hat mich eingesperrt. Ah, Geheimnis. Apropos Geheimnis. Ich kann mir die Karte ansehen. Merlin. Mittelalter, Daten unbekannt. Berühmteste Zauberer aller Zeiten, der gehört zum Hofkönig Arthus. Merlin ist der Baba. Kommt Merlin nicht auch in. Oh. Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Danke, Hermine. Captain Obvious. Fußtritt wird's auch tun, wenn man Dragon Quest Monsters Joker gespielt hat. Was wollte ich gerade sagen? Hab's vergessen. Alter, wo kletterst du hoch? Du bist eh schon drin. Oh! Erstmal Kunstwerke zerstören. Bönen. Den Bönen will ich frönen. Alter, die. Ich kann teleportieren, sie braucht gar kein Zaubern. Ich schaue aber hier noch herum. Ah ja, ich glaube, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Merlin kam doch in Stargate auf, oder? Ah, Maussteuerung, immer schön. Bohnen. Karte vielleicht? Geben wir Karte? Ne, nur Bohnen. Ja, ich erkenne alle Geheimnisse. Das ist meine Hut. Das ist wie ein Gnome, Harry. Bönen. Schenk Bönen. Da lang? Ne, da bin ich gekommen. Das waren die Geheimräume. Ah. Gerade weg. Stramm voraus. Da rein. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Alter Flitwick ist mit dem Gesicht von Rasenbär gekommen. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Ich muss schon wieder malen. Sieh dir das Wingardium Leviosa, okay. Symbol, das ich dir ganz genau an. So, warum war Alohomora kein A und Flippendo kein F?
Genau, Zauberer. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Worauf stehst du eigentlich, Flitwick? Okay. Flitwick, du hast mir ich reiche jetzt ein bei dir Schuldschein über 30 Punkte, die mir Hermine gegeben hat in deinem Namen. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin immer gut beim ersten und dann kacke ich konstant immer mehr ab. 71. Ist okay, kann man machen. Gute Arbeit, Harry, aber ich bin nur 1,10 groß. Lass uns weitermachen, Harry. Ich stehe bei meiner Maus an unten. Meinen Maushöcker für meinen Arm. Der behindert mich beim Zaubern. Ich male auf jeden Fall wie ein Dreijähriger. Alter. Dieser Zauber war nicht ganz richtig. Das habe ich auch gesehen, dankeschön. Ach, nur... Hauspokal. Geht schon. Du kannst jetzt mit der Wingardium Leviosa Aufgabe. Ich muss jetzt echt üben. Zauber etwas zu üben. Ich muss aufhören. Ich beim nächsten Mal, ich habe das Mauspad. Und da habe ich immer meine Hand drauf liegen und ich stoße halt immer dran an hinten. Muss ich beim nächsten Mal ändern. Verwende Wingardium Leviosa bei dieser Statue und hebe sag ich dir. Mühsam alles, mühsam. Yes, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wow, das geht ab wie Schmidts Katze. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Sicher. G. Mr. F. Das F-Team. Let's go! Flipendo. Nicht mehr flippender Pendo, sondern wingender Guardium. Geheimnis? Nö. Artillerie! Avada Kedavra. Yes. So, ich glaube, das war's wieder für die Folge. Ich renne wieder durch Speicherbuches Ende. Wir sind mitten in der Wingardium Leviosa Aufgabe. Nächstes Mal geht's weiter. Ciao, ciao. Wieder einschalten und da bleiben. Ah, wieder durch Speicherbuch laufen. Letztes.